Heute bei Influencer am See. Im alles entscheidenden Finale geht es auf über 4000 Meter Höhe. Diese Challenge wird jeden an seine äußersten Grenzen bringen. Nur eine Person kann Influencer am See gewinnen. Der finale Tag in der Dümmer-Weserland-Urlaubsregion. Die Influencer werden ein letztes Mal in ihrer Unterkunft im Marissa-Ferienpark geweckt. So froh, dass ich jetzt nach Hause fahre. Ich werde jetzt nämlich erstmal die ganzen Fahrten pennen. Robert, ja, auch du. Aufstehen. Die Auswertung der Influencer Challenge, wer den erfolgreicheren Rhino Shield TikTok Spot dreht, hat ergeben 5 Punkte in der Gesamtwertung für Levin und Finn. Trotzdem muss jetzt die nächste Person Influencer am See verlassen. Eine Person muss uns jetzt leider direkt hier verlassen. Wir sind ganz in der Nähe vom Bahnhof. Das Ticket ist schon gebucht. Die Person wird dann direkt nach Hause fahren und muss uns hier verlassen und ist damit nicht der Sieger der diesjährigen Influencer am See Staffel. Wir machen es ganz kurz. Robert, sorry, dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, dafür alles letztes gut. Jahr. Gute Heimfahrt dir, cool, Dankeschön. Dass du dabei warst und mach's gut. Ich hatte hier eine schöne Zeit, achso, ja. Mir war schon irgendwie klar, dass ich fliegen werde, weil ich hatte irgendwie so ein Gefühl gehabt. Aber ich bin jetzt nicht so unbedingt traurig, weil ich habe ja schon die letzte Staffel gewonnen und ja, ich gönn's den anderen mehr. Am Morgen des Finales stärken sich die Influencer bei Five Guys. Nein. Wer hat diesen Burger gemacht? Der ist mit fantastisch. Während des Essens reden die Künstler über ihre Anfänge bei Social Media. Also ich habe eigentlich schon immer so Videos produziert und so Content gecreated. Nur habe ich es nicht hochgeladen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und dann gab es so eine Zeit mit 12 oder so, wo dann auch YouTube so immer größer wurde und mehrere YouTuber so ihre Sachen gemacht haben. Und da habe ich dann auch irgendwann mal was hochgeladen. Und eigentlich lief es ganz gut, aber es hat auch immer viel Überwindung dazu gehört, so seine eigenen Videos da zu posten, weil man halt einer der wenigen war. Halt einfach wegen der Außenwelt so. Genau. Weil du halt wusstest so, okay, du machst halt so was komplett anderes als alle anderen so. Ja, genau. Aber so war es bei mir auch damals. Ich habe ja auch so, da ging ich noch zur Schule, habe ich ja angefangen, bekommt man dann halt auch so viele Sprüche reingedrückt so von anderen. Der aber, YouTuber, lass mal ein Bild machen. So. Ja Mann, aber ich habe halt immer gesagt, so, yo, ey, mir macht Spaß, ich mache das weiter so. Ja, ich meine, im Endeffekt habe ich so jetzt auch mein Ziel erreicht, so, was ich immer erreichen wollte. So. Und deswegen will ich einfach sagen, so, ey, immer einfach sein Ding weitermachen, darauf, wo man Lust hat. Und einfach nicht so wie die anderen sein, nur weil es die anderen so quasi dir vorgeben wollen in irgendeiner Art. Ja, so war es bei mir auch. Ich habe immer eigentlich schon davon geträumt, irgendwie so YouTube und sowas zu machen. Julian Bam und so waren damals immer so meine Vorbilder, wo ich mies gefeiert. Probiert so irgendwie mit YouTube anzufangen, aber es hat dann irgendwie auch nicht so richtig gezündet. Habe es dann wieder gelassen. Habe dann mit Musik angefangen, auch das hochgeladen. Hat dann auch nicht gezündet, habe es wieder gelassen und so. Aber dann kam TikTok und das hat mich wirklich motiviert. Und da habe ich halt einfach auch durchgezogen. Eigentlich jeden Tag 2 Videos gemacht und das kann ich eigentlich jedem mitgeben. Wenn ihr was machen wollt, dann zieht es auf jeden Fall durch und bleibt da dran. Jeder kann es schaffen. Einfach nur weitermachen.
Könnt ihr euch vorstellen, wir sind einfach die letzten vier jetzt. Right. Was denkt ihr, was kommt noch? Ich glaube, Finale muss schon was Krasses sein. So. Ich habe gar keinen Bock, wenn irgendwas in Höhe ist oder so, dann bin ich drauf. Also ich denke immer noch, es ist entweder Bungee Jumping oder Fallschirmsprung, aber ich weiß nicht. Also Höhe ist für mich gar nicht. Was denn du, Finn? Also ich bin ein Höhenflieger. Von daher kenne ich mich auch aus, wenn es in die Höhe geht. Ich hebe öfter ab, nicht nur im Privatjet. Vor dem alles entscheidenden Finale müssen die Influencer ihr Wissen in einem Quiz testen. Jede Frage hat drei Antwortmöglichkeiten. A, B und C. Wenn ein Künstler eine Antwortmöglichkeit einloggen möchte, muss er mit dem Rhino Shield Handy die richtige Antwortmöglichkeit treffen. Fällt das Handy jedoch in ein anderes Feld, wird diese Antwortmöglichkeit eingeloggt. Dafür werden alle Punkte auf 0 gesetzt. Marco als Influencer mit den meisten Punkten erhält jedoch 3 Joker. Finn als aktuell Zweiter 2 Joker und Levin als aktuell Drittplatzierter 1 Joker. Ein Joker kann bei Fragen eingesetzt werden und wird dann als richtige Antwort gewertet. Also das Rhino Shield Handy hast du schon in der Hand. Ein Joker zur Auswahl hast du auch. Und dann starten wir direkt zur ersten Runde. Und zwar geht es bei der ersten Runde um Fragen rund um Influencer am See. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was du davon alles weißt. Frage Nummer 1. Wer ist als erstes gegangen? A. Michelle, B. Alissa oder C. Shred? Oh mein Gott. Scheiße. Warte mal. Ist es Michelle oder ist es Shred? Das ist wahrscheinlich falsch. Leider falsch. Was es wäre Shred gewesen. Ah, ach stimmt, der ist... Aber die... Ja, okay, ja. C, Shred, absolut richtig. Alter Leute. Wie viele Folgen hatte die erste Staffel von Influencer am C? A8, B10 oder C12? Es ist ja immer eine Woche, deswegen liegt 8 ja am nächsten. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Challenges in eine Folge reingepackt werden. Ich würde jetzt einfach mal B sagen. Aber leider das falsche Feld. Ich hoffe, das ist richtig. A8 ist leider falsch. 20. Ja, ich nehme Joker. Also es wäre B10 gewesen und okay. Deswegen gut, dass du den Joker genommen hast und somit wird die Frage auf jeden Fall als richtig gewertet. Wie viele Folgen wird die zweite Staffel von Influencer C haben? A5, B8 oder C10? Naja, also weniger werden es nicht, weil es ja sogar mehr Creator sind. Ob es gleich viele sind oder ob es mehr sind, ist ja die Frage. Ja, soll ich das denn wissen? Stand in deinem Briefing. Ey, ehrlich jetzt? Ja. Denk mal, wieder 10, deshalb C. Leider falsch, was? Es wären B8 Folgen. Okay. Leider falsch. Sehr gut, richtig. 8 Folgen. Nämlich ein Joker. Okay, dann noch mein Joker. Somit wird die Frage auch als richtig gewertet. Es wären 8 gewesen. Okay, hätte auch nicht richtig gekommen. Wie hieß das Brett bei der Paddle Challenge? A. Tubeboard, B. Ruderboard oder C. Stand-Up-Board? Stand-Up-Board. C, ne? Boah, das war knapp, aber absolut richtig. Boah. C ist richtig, das Stand-Up-Board. In welchem Bundesland drehen wir denn gerade Influencer am See? A. Niedersachsen, B. NRW oder C. Mecklenburg-Vorpommern? Ja, da ich in Geografie nicht gut bin, aber ich glaube, es ist A. Niedersachsen. Hey Leute, ich bitte, ich A. Niedersachsen, absolut richtig. Wo wird Influencer am See hauptsächlich ausgestrahlt? A. YouTube, B. TikTok oder C. IGTV? A. YouTube. YouTube. Das arme Handy. Aber absolut richtig. Aber Rhino Shield ist ja sowieso stabil. Ja, man merkt es hier aber wirklich. Ey. Wahnsinn. Wer war der Zweitplatzierte der ersten Staffel? A. Robert, B. FM Daniel oder C. Salimo? Daniel oder Salimo? Sehr schön, richtig. C lockst du ein, leider falsch, das wäre FM Daniel gewesen. B. FM Daniel. Leider falsch. Du hast zwar das Richtige gemeint, am Ende ist es aber leider aufs Falsche. Es wäre nämlich Daniel gewesen, richtig gedacht, leider am Ende falsch eingeloggt. Wie heißt der Rhino Shield Rabattcode? A. IAS15 für Influencer am See, B. C20 oder C. C15? Boah, das ist jetzt schwierig. C. C15. Sehr gut, absolut richtig. Ich setze meinen Joker ein. Es wäre CC15 gewesen, aber dank dem Joker zählt die Frage auf jeden Fall als richtig. Jetzt muss ein Kandidat gehen.
Ich habe euch jetzt hier fleißig Fragen gestellt zu Influencer am See. Manche haben sich besser angestellt, manche weniger gut. Und jetzt ist die Frage, wer uns jetzt hier direkt verlassen muss und gar nicht erst überhaupt in die zweite Runde vom Vorentscheid kommt. Marco, komm mal nach vorne. Und Finn, komm mal nach vorne. Finn, wie war das Quiz? Wie lief's bei dir? Das Quiz lief jetzt nicht so nach meinen Vorstellungen. Vor allem, weil einige Fragen zu der letzten Staffel gefragt wurden und da ist wahrscheinlich Marco etwas leichter. Und ansonsten, ja, den einen oder anderen leichten Fehler man sich erlaubt und da weiß man natürlich nicht, was dann am Ende jetzt dabei rauskommt. Alles cool, du bist safe. Oh, gut. Marco, ja. Du bist hier rein mit der Intention, unbedingt zu gewinnen und vor allem, ja, um Tobi zu besiegen. Ja. Ja. Keine Sorge, du bist weit. Oh mein Gott, Alter. So, dann einmal Levin und einmal Tobi. Wie lief's, Chris, bei dir? Ja, mittelmäßig lief's. Manche Fragen wollte ich eigentlich richtig beantworten, aber das Handy hat dann Saltos gemacht. Aber ich hoffe, dass es trotzdem reicht. Und bei dir? Eigentlich ganz gut. Tobi? Du bist weiter. Und Levin, wir müssen uns leider verabschieden. Trotzdem mega cool, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Und wir haben den stolzen Viertplatzierten jetzt. Mega cool, dass ich echt gut geschlagen. Wir haben viel die Woche gemacht, das ist immer gut am Start. Freut mich. Haut rein, Jungs. Macht das Ding. Ja, man ist natürlich ein bisschen enttäuscht, aber ich gönn's auf jeden Fall den anderen. Die haben es auf jeden Fall auch verdient, haben sich alle angestrengt und mal sehen, wer gewinnt wird. Wir sind jetzt bei der zweiten Runde und zwar in der Kategorie Allgemeinwissen. Es kann wirklich alles Mögliche sein. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch normalerweise? A 32, B 30 oder C 28? Boah, scheiße, die sind so dicht aneinander. 32. Sehr schön, absolut richtig. Wie lautet die Zahl Pi? A 2,141, B 3,141 oder C 9,3? B 3,14, whatever. Aber die Frage ist, ob ich den reintreffe. Absolut richtig, sehr schön. Egal, ich nehme Joker. Okay, Joker, es wäre B 3,141 gewesen. Richtige Option auf jeden Fall, wird somit als richtig gewertet. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland im Jahr verkauft? A 30 Millionen, B 25 Millionen oder C 18 Millionen? Da muss man natürlich gucken, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt. Und das sind, glaube ich, tatsächlich so an die 30 Millionen. Also ich schätze tatsächlich 30 Millionen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ja, egal, A. Das ist leider A geworden, aber A ist absolut richtig, 30 Millionen. Oh mein das heißt, Gott. Das Schicksal hat dich wirklich gerettet. Joker. Auch hier ein Joker wird also als richtig gewertet. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? A 334, B 335 oder C 336? C 336? Ja. Jetzt muss ich raten. Absolut richtig. Also Golf ist ja mein Lieblingssportart, deswegen habe ich da schon einiges an Erfahrung gesammelt. Joker ist auf jeden Fall eingelöst, damit wird die Aufgabe als richtig gewertet. Welches ist der längste Fluss der Welt? A der Amazonas, B der Rhein oder C der Mittellandkanal? Ja, das ist der Amazonas, ne? Also ich würde jetzt mal Amazonas tippen, aber dieser Mittellandkanal, vielleicht ist es irgendwie so ein Undercover, das ist halt irgendwie, seit zwei Jahren ist es dann jetzt, aber ich sag Amazonas A. Ja, scheiß drauf. Absolut richtig, oh, der Amazonas. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? A Brasilien, B Brasilia oder C Rio de Janeiro? Das ist B Brasilia. A Brasilien leider falsch, das wäre B Brasilia. Oh, scheiße, Mann. Sehr gut, absolut richtig. Wie lange war Bundeskanzlerin Angela Merkel im Amt? A 14 Jahre, B 15 Jahre oder C 16 Jahre? C 16 Jahre ist absolut richtig. Leck mich am S. Es wäre C 16 Jahre gewesen, du bist jetzt leider auf B gekommen, 15 Jahre ist leider falsch. Welches war dein Hassfach in der Schule? Mathe und Physik. Aus dem Bereich kommt jetzt direkt die nächste Frage. Und somit auch die letzte Frage. Was ist 1 plus 1 mal 2?
Boah, ist das dieses A4, B3 oder C2? Das ist so ein purer Strich, ne? Nochmal 1 plus 1 mal 2. Richtig. 1 mal 2 plus 2 plus 1 mal 3. 1 plus 1 mal 2, also 2. Ich habe das nie gekonnt. Also 1 plus 1 mal 2. Dann ist es 2 plus 1 mal 1. Das sind 3. Punkt vor Strichrechnung, Freunde, wichtig. Was ist? Krieg ich die Frage nochmal, ist es so richtig oder nicht? Hä? 1 plus 1 mal 2 sind 4. 1 mal 2. Nein! Also war es nochmal 2? Nee. 4, 3, 2. Ach Leute. Immer dieses B, ey. Das hat er mit Absicht gemacht, oder? Dass das B am häufigsten reinkommt. Sehr gut, auch das ist richtig. Okay. Genug Quiz. Die nächste Person muss Influencer am See verlassen und verpasst somit knapp den Einzug ins Finale. Also langsam wird es schon ernster. Tobi, komm mal bitte nach vorne. Wie war deine Zeit bisher? Ja, richtig cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wie wäre es für dich, wenn du jetzt nach Hause müsstest? Schon schade. Ich würde gerne den ersten Platz machen, aber ich gönne es auch den beiden. Ich hätte es jedem gegönnt, glaube ich, ja. Marco, komm mal her. Wir sind gerade im Team die Punkte durchgegangen und dann ist uns aufgefallen, ihr beide habt Gleichstand. Oh, ach, klar. Es kann aber nur einer von euch ins Finale einziehen. Das heißt, eine Person von euch beiden wird uns jetzt direkt verlassen müssen und eine andere Person wird weiter dürfen. Und wir machen jetzt eine Schätzfrage. Überlegt euch in Ruhe die Antwort, aber sagt die Antwort nicht direkt, sondern sagt sie mir dann zeitversetzt einzeln. Mhm. Wie viele Einwohner hat Deutschland aktuell? Okay, überlegt es euch kurz und dann sagt es mir. Also ihr beiden, ihr wart beide sehr, sehr nah dran. Mhm. Und ihr wart fast so nah dran, dass ihr beide das Gleiche gesagt habt. Mhm. Aber ihr habt nicht beide das Gleiche gesagt. Du, lieber Tobi, hast 83 Millionen gesagt und du, lieber Marco, hast 83,5 Millionen gesagt. Oh. Eine Person wird jetzt fahren und eine Person wird mit uns zur Final-Challenge spielen. Es sind 83,02 Millionen und damit, Tobi, Glückwunsch zum Finale! Glückwunsch! Trotzdem haben wir dadurch auch einen Drittplatzierten. Platz 3, Siegertreppchen, herzlichen Glückwunsch an dich. Trotzdem musst du uns leider verlassen. Cool, dass du da warst, hast ziemlich viel Gas gegeben, vorhin auch die meisten Punkte gehabt und dadurch ein bisschen Vorsprung, aber trotzdem hat es leider nicht gereicht. Die mich alle immer so richtig korben, ey. Nein, ich hab's nicht gesehen. Also Marco, trotzdem super geschlagen. Herzlichen Glückwunsch hier zum wohlverdienten dritten Platz. Dankeschön. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dabei zu sein. War eine coole Staffel, hab viele neue, coole Leute kennengelernt und ja, ich hoffe natürlich jetzt, dass die beiden das Ding machen und bin echt gespannt, wer gewinnen wird. Es war eine richtig coole Staffel und deswegen wünsche ich den beiden viel Glück. Das war jetzt die Challenge und das wirklich Krasse ist, nicht nur die ganzen Stürze, die wir während den Drehs hatten, sondern auch jetzt die vielen, vielen Stürze hat das Handy echt unbeschadet überlebt. Das Display geht ganz normal, funktioniert alles, hinten die Kamera auch alles unbeschadet. Die Hülle hat ein paar Macken abgekriegt, aber das ist völlig normal, dafür ist eine Hülle da. Und ich bin ehrlich, bei manchen Stürzen hatte ich echt Angst, dass das Handy kaputt ist, aber nein, es lebt noch. Und damit geht's jetzt zum Finale. Also ihr beiden, ihr habt jetzt schon gemerkt, wir sind hier auf jeden Fall an einem Flugplatz. Und für euch geht's jetzt ganz weit hoch in die Luft, mehrere tausend Meter. Und zwar um die letzte Final-Challenge, um Influencer am See, die diesjährige Staffel zu gewinnen, müsst ihr einen Fallschirmsprung machen. Ich habe gar keinen Bock, wenn irgendwas in Höhe ist oder so, dann bin ich raus. Also Höhe ist für mich gar nicht. Ja, kann ich nicht so dann machen. Tobi entscheidet sich gegen die Teilnahme an der Challenge. Finn, die Challenge ist für dich noch nicht direkt gewonnen, sondern erst gewonnen, wenn du wieder am Boden bist und wirklich alles gemacht hast. Hoffen wir es. Ich werde alles versuchen, ich werde alles geben und ich hoffe, dass ich die diesjährige Staffel gewinnen kann. Also Finn, für dich geht es jetzt direkt ins Flugzeug und dann im freien Fall wieder zur Erde zurück. Ich drücke dir die Daumen, mach's gut. Heilige. Dankeschön. Ich habe absolutes Herzrasen. Ich weiß, dass es gleich 4000 Meter in die Höhe geht und ich von da aus
runterspringen werde. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn ich mir allein schon das Flugzeug anschaue, damit geht es jetzt gleich 4000 Meter in die Höhe. Freifall, eine Minute lang, unvorstellbar. Ich habe zwar absolut Angst, aber ich bin mir 100% sicher, dass ich Influencer am See 2021 gewinnen werde. Das Flugzeug hebt ab und wird Finn auf über 4000 Meter Höhe bringen. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Ich habe so Herzrasen, mein Herz pocht jede Sekunde, tausendmal in der Sekunde gefühlt. Also ich bin absolut durch den Wind. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wird Finn den Fallschirmsprung antreten? Was ist das gewesen, Mann? Heilige Scheiße. Glückwunsch zum Heiligen Scheiße. Dankeschön. Danke. Was? Das war ultra krass. Also, dieser Freifall, extremer Wind, ist das extrem schnell. Ich kann es nicht beschreiben. Also, ich darf es selbst machen. So, ihr beiden, ihr könnt echt stolz auf euch sein. Wir haben einmal den zweiten Platz und den ersten Platz. Ich hoffe, die Woche hat euch auf jeden Fall gefallen. Erzähl mal, wie war es denn? Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Freut mich, dass ich dabei sein durfte. War mega cool, auch neue Leute kennenzulernen und die Challenges so ein bisschen, ja, erfolgreich mehr oder weniger absolvieren. War auf jeden Fall sehr cool. Sehr schön. Und bei dir? Ja, war eine extrem schöne, spannende und erfahrungsreiche Woche mit sehr, sehr coolen Menschen. Auch neue Menschen, die man davon noch nicht gekannt hat. Ich glaube, ich werde die Zeit niemals vergessen. Dann kommen wir gleich mal zu dir. Von 11 Leuten, die angetreten sind, bist du Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Pokal. Dankeschön. Freut mich auf jeden Fall. Und du hast wirklich geschafft, hier mit dem Teil hochzufliegen und dann aus mehreren tausend Metern Höhe einfach in die Tiefe zu stürzen. Was arg viel Überwindung dann im Flugzeug? Also dank des Begleiters wurde mir so ein bisschen der Druck genommen, weil ich nicht derjenige sein musste, der abspringt. Aber es war definitiv eine starke Überwindung. Aber im Endeffekt war es sehr, sehr cool und hat mega viel Spaß gemacht. Sehr cool. Da haben wir natürlich auch noch was Kleines für dich. Und zwar einmal hier dein Pokal zum Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Sieger zweite Staffel Influencer am See. Sehr danke, gut. Dankeschön. Und natürlich gibt es auch ein bisschen was zu naschen. Die werde ich natürlich ganz alleine eine essen. Torte. Die essen wir zusammen, ob du willst oder nicht. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen Künstler, die mitgemacht haben. Mega coole Sache. Und natürlich auch an die Sponsoren, die das Ganze überhaupt erst möglich gemacht haben. Und die uns auch einfach machen lassen haben und mit uns zusammen mega coole Challenges überlegt haben und vieles mehr. Und ganz, ganz wichtig, das riesen Team dahinter, die das hier alles möglich gemacht haben, vom ersten Tag hin von irgendwelchen Genehmigungen bis dann am Ende zum fertigen Schnitt und zur Veröffentlichung und natürlich auch die Leute, die vor Ort Tag und Nacht alles gegeben haben. Ich glaube, weniger Schlaf geht nicht mehr, weil sonst schläft man irgendwann im Stehen ein. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank. Und natürlich auch an alle, die uns irgendwo drehen lassen haben, untergebracht haben oder wie auch immer. Uns kamen so viele Leute echt cool entgegen, dass man auch als kleine Produktion so ein Riesenprojekt stemmen kann. Aber ich würde sagen, genug geredet. Vielen Dank an euch beide für die Teilnahme und Glückwunsch zu Platz 1 und Platz 2. Danke. Vielen Dank.
war Influencer am See, Staffel 2. Mega vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben, an alle, die mitgewirkt haben. Ich habe das Ding jetzt am Ende nach Hause geholt. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mich supportet haben. Und am Ende kann man einfach abschließend sagen, der Großverdiener gewinnt immer. Oh, Rider Shield! Noch mehr Influencer am See gibt es bei TikTok und Instagram. Um keine Folge mehr zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Bist du zufrieden damit, wie ich rede? Nein, nee, aber du sagst echt immer als, weißt du. Was soll ich jetzt machen? Ist genauso, wie ich Alessia sage. Alessia, wie hieß man denn?